Willkommen zu einer neuen Runde Let's Play World of Tanks. Hier mit eurem Free Agent und heute unterwegs im Cromwell B bzw. Berlin. Einem Tier 6 Medium Panzer aus dem britischen Bereich. Das Ganze auf Wadi. Wie man sieht, gehöre ich zu den Top Tiers mit dem Panzer. Das ist zwischendurch mal sehr schön. Er hat kein Special Matchmaking, das heißt, man kommt mit dem Panzer auch gerne mal in ein Achtermatch. Und dementsprechend genießen wir dann doch mal, dass es hier ein 6er-Match ist und dass wir zu den Großen gehören dürfen. Ja, seit dem letzten Umbau von Wadi hat sich einiges geändert und dementsprechend kann man hier schöne neue Positionen anfahren und das tue ich jetzt hier auch. Fahre direkt straight away in die Mitte, nutze die Geschwindigkeit vom Cromwell aus, die mit über 60 doch wirklich hervorragend ist, fahre hier oben an den Stein. Und sehe zu, dass ich erstmal irgendwas aufgespottet kriege. Und da haben wir auch schon den ersten Type 58. Der Gegner fährt links rüber. Ich ziehe mich zurück. Da muss mich was aufgedeckt haben. Und da haben wir auch den Übeltäter KV-85. Nimmt das Feuer auf und schießt daneben. Das ist sehr erholsam. Nun muss ich hier aber aufpassen. Die Gegner haben drei Artis. Und die haben auch sofort die Situation für sich nutzen wollen und mich hier rausholen wollen. Der gegnerische kleine arme M5A1 Stuart schießt hier durchs Dorf, wird dann auch noch von mir gekettet. Da tut mir fast leid, der müsste unter Artenschutz stehen. Nichtsdestotrotz muss er jetzt raus. Ich möchte mich hier ja nicht die ganze Zeit aufdecken lassen, nur weil ich den nicht abschieße. So, die Arti schlägt direkt vor mir ein, direkt hinter mir ein. Die Arti ist sauer, die will mich hier weghaben. Und das gilt es nun zu verhindern, also wieder mal die Steine hier ausgenutzt. Hinter mir schlägt es weiter ein. Momentan weiß die Arti nicht, wo sie mich finden kann. Und der Gegner hat beschlossen, bei so einem schönen Aufgang, den haben wir auf unserer Seite auch, dann wollen wir da auch hoch. Und dementsprechend habe ich jetzt hier einen T1 Heavy und einen gegnerischen Cromwell. Ziehe mich also zurück. Ruf doch mal um Hilfe. Mal gucken, ob meine Artillerie das mitbekommt und mich unterstützt. Der T1 hat auch die Verfolgung aufgenommen, damit steht er schön frei, kassiert den ersten, hat jetzt ungefähr die Hälfte seiner Lebenspunkte noch. Die Arti signalisiert, dass sie ihn aufs Korn nimmt, kriegt noch einen Schuss ab, 61 Punkte hat er noch und raus ist er. Damit haben die Verbündeten wirklich mal gut gearbeitet, kriegen auch einen Good Job dafür, weil sonst hätte ich hier nicht wieder hinfahren können. Die beiden hätten mir hier das Leben doch arg schwer machen können. So. Schauen wir nach, ob der Cromwell hier noch ist oder ob ich hier weiter in Ruhe arbeiten kann. Da ist er noch, das heißt, ich muss hier vorsichtig sein mit dem Hofern und er versucht jetzt das Gleiche, was ich von der Seite hier aus mache. Er möchte mein Team aufscouten und das unter Beschuss nehmen. Da kann ich momentan relativ wenig gegen tun, weil wenn ich hier zu hoch fahre, werde ich von dort beschossen. Da ist ein KV-85, der steht schön oben auf der Düne, da bleibt er auch, das ist gut. Dann soll er da bleiben, kurz angezündet, aber er hat einen automatischen Feuerlöscher gehabt. Jetzt komme ich da leider nicht durch. Da stand er wohl sehr gut. Und nun versteckt er sich hinter den Häusern und ist damit out of range. Nun gut, schauen wir, ob wir noch ein anderes Ziel haben. Da hinten ist der T-34, der nutzt die Düne als Deckung aus. Muss ich warten, bis er weit genug hochkommt und das tut er jetzt auch. Danke. Also kriegt er den ersten, kriegt den zweiten. Die Arti nimmt ihn auch aufs Korn und markiert ihn. Trifft und das gibt mir die Gelegenheit, ihn rauszunehmen mit 99 Restpunkten. Ihr seht also, auf dieser Position hier kann man dem Gegner ganz schön Schwierigkeiten machen. Gerade wenn er sich so ungeschickt anstellt. Und kann seinem eigenen Team zum einen die Gegner sehr gut aufspotten und zum anderen dann dementsprechend auch durch Flankenbeschuss unterstützen. Da kommt ein AT2. Böses Ziel von vorne, aber er zeigt mir hier ja schön die Seite und dementsprechend wird er jetzt auch bedient. Um auch hier wieder meinen Verbündeten das einfacher zu machen, wenn der vorrückt, dass sie ihn nicht mehr ganz so arg mit vollen Strukturpunkten gegenüberstehen. Der gegnerische Cromwell ist jetzt sehr weit hoch, aber da haue ich in den Dreck und leider nicht in den Turm. Jetzt zieht er sich schon wieder zurück. Aber wir haben ja auch noch einen AT2 da.
Den haben wir mittlerweile auf 37 Punkte runter. Jetzt hat mich die Arti das erste Mal getroffen. Gott sei Dank war es wohl die Birchgarn, jedenfalls nicht viel Damage. Wenn das die amerikanische 44er gewesen wäre, dann wäre ich jetzt im Eimer. Und nun wollen wir mal schauen. Mittlerweile steht es 8 zu 6. Wo ist der Cromwell? Versucht er jetzt doch wahrscheinlich mich von hinten zu attackieren und das Ganze hier zu umfahren. Jetzt werde ich hier langsam nervös, weil irgendwo muss der ja sein. In Luft aufgelöst haben kann er sich nicht. Bin etwas irritiert, dass ich ihn nicht aufgedeckt bekomme. Weil selbst mit einer sehr guten Crew irgendwann müsste er hier doch mal aufgehen. Und siehe da, er ist einfach zurückgefahren. Das gibt mir die Möglichkeit, jetzt weiter vorzufahren und die Verfolgung aufzunehmen, weil dem geht es auch nicht mehr so gut. Und da fährt er jetzt auch übers offene Feld. Der erste Schuss geht daneben. Der zweite Schuss geht daneben. Und jetzt noch einen dritten, bitte. Und der geht auch daneben. Meine Herren, manchmal will es einfach nicht so, wie es sein soll. Den darf ich wohl nicht abschießen, aber der versucht jetzt wahrscheinlich meinen KV-85 da oben von hinten zu überraschen. Dementsprechend jetzt aufs Gaspedal gedrückt, mit über 60 Sachen ihm hinterher, dass da oben nicht beim KV-85 eine 2:1 Situation entsteht. Und er mir den da einfach rausnimmt. Aber auch hier wieder, ich müsste ihn doch jetzt eigentlich sehen. Wo ist der? Er ist wieder zurückgefahren. Na gut, das Manöver habe ich dann nicht ganz verstanden. Und da hat er mal nicht nur das Manöver nichts gebracht, das hat ihn auch schlussendlich dann aus dem Spiel rausgenommen. Da steht eine Matilda. Die kriegt erstmal schön einen in die Seite. Zurückziehen. Und die Matilda, wenn die sich nach vorne ausrichtet auf die Entfernung, dann werde ich da wohl nicht durchkommen. Also einen kleinen Bogen hier fahren und wieder zurück. Und dann anpirschen. Das sind die Dinge, wofür der Cromwell ideal ist. Er ist einfach so schnell, dass ihr übers ganze Feld fahren könnt und oft auch Stellungen ausnutzen könnt, auf Bewegungen des Gegners reagieren könnt. Da die Geschwindigkeit so exzellent ist, dass man sich immer wieder mal in eine sehr gute Position bringen kann, um dem Gegner Probleme zu machen. Die Matilda steht immer noch da oben. Jetzt kann ich nur hoffen, dass die Arti dann da ihr Übriges tut. Ich prall leider Gottes an ihr ab, aber die Arti hat sie schon markiert. Hat sie wohl auch getroffen. Jo, jetzt hat sie noch 71 Punkte. Und jetzt ist sie raus. Hier sticht die erste Arti ein. Da erwischt mich die M44. Gott sei Dank nicht komplett, sonst wäre ich jetzt wahrscheinlich im Eimer. Und da stehen die drei auch. Auch hier geht der erste Schuss wieder daneben. Aber dafür sitzt der zweite. Und die Birchgarn hat schon wieder versucht, mich zu treffen. Also, ihre Trefferquote ist Gott sei Dank nicht ganz so hoch. Dann kann ich mich näher an die beiden da ranarbeiten. Aber der Type ist vom Berg runtergefahren, weil der KV-85 nicht genug Druck gemacht hat. Jetzt muss ich hier weg, sonst bringe ich mich hier nämlich in so eine Mühlensituation. Entweder ich kriege von der Arti von der einen Seite oder vom vom T-58, wenn er da unten hold down stehen bleibt. Dementsprechend einmal rum hier ums Dorf, wieder die Geschwindigkeit ausgenutzt, hinten rumfahren und dafür sorgen, dass der da unten nicht stehen bleibt. Aber er hat sich anders entschieden, er ist weitergefahren. Wenn man das, ich das vorher gewusst hätte, hätte ich da auch stehen bleiben können, dann hätte er schön in die Seite bekommen. Aber hinterher ist man dann immer schlauer. Nun kann ich ihn aber von hinten zusätzlich aufs Korn nehmen und er ist in der Situation, in der ich vorher nicht stecken wollte. Er kriegt nämlich jetzt von beiden Seiten. Kann sich jetzt entscheiden, von wem er beschossen werden will, weil irgendwo trifft ihn immer jemand. Und das war der letzte Schuss und damit ist dieses Spiel gewonnen und mit 15 zu 7 auch deutlich. Schauen wir uns die Zusammenfassung an. Im Gesamten gab es hierfür die erste Klasse Medaille, Wirkungsfeuer und die Schlägerauszeichnung. Da wir doch einiges an Modulen und Mitgliedern im Fahrzeug kaputt gemacht haben. Die Unterstützermedaille und Großkaliber. Im Detail sind zusammengekommen 2089 Damage, 2 Kills und das Ganze war gut für 1291 Erfahrungspunkte.
was hier mit Abstand doch ein sehr hoher Wert ist. Aber auch der Schaden ist mit Abstand der höchste. Genau betrachtet hat die Kanone dafür gesorgt, dass über 300 Meter 939 Damage gemacht wurden und durch das Aufspotten der Gegner 1125 Schaden ermöglicht wurden. 8 Gegner konnte ich selber beschädigen mit 2, die wir rausgeschossen haben und an der Position 7 Fahrzeuge aufspotten. Fürs Portemonnaie war es auch ganz gut. Es gab rund 65.500 Credits. Munition ist nicht ganz so teuer. Reparatur war auch nicht so teuer, sodass 33.000 rund überbleiben. Und das ist ein schönes Ergebnis. Auch ohne Premium-Konto wären immerhin noch 11.291 übergeblieben. Was zeigt, dass man diesen Panzer auch gut ohne Premium-Konto fahren kann. Der Tagessieg war noch offen. Es gibt noch einen Premium-Bonus. So konnte ich für die Mannschaft sage und schreibe 4.452 Erfahrungspunkte einheimsen und meine Mannschaft, die sonst im großen FV-10er steckt, ein bisschen unterstützen und weiterbilden. Soweit für heute. Ich freue mich, wenn ihr beim nächsten Mal wieder dabei seid und wünsche euch wie immer bis dahin eine gute Jagd.